Hallo alle zusammen und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Bull. Ja, und zwar diesmal ein bisschen ungewöhnlich. Erstmal im Waffenbanner, weil ich hätte sie schon gerne im Team, sagen wir es mal so, aber die Waffe, die ist schon ziemlich nice. Wenn die Waffe bekommt, ich sag mal, auch ein Support ist schon richtig gut. Die Boni, Brucheffekt, dann nach der Ultimate für 3 Runden 24% mehr Schaden und Fähigkeiten. Bla bla, und Verbündeten füllt noch um 10% Energiewiederherstellung. Also die Waffe ist schon ziemlich gut. Dementsprechend würde ich sagen, wir pullen erstmal die Waffe und dann schauen wir weiter. Ich habe leider nicht so viele Pulls. Wir werden sehen, wie viel Luck ich habe. Ich hoffe, dass es klappt. Wir fangen einfach an. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wir haben hier. Okay. Und. Was gar nicht. Nee, ich habe hier keine Puls drin. Okay, das waren 20. Okay, es ist gelb. Letzten, ne? Sehr schön. Die Waffe haben wir schon mal. Naja, also perfekt. Wie gesagt, ich finde diese Waffe, die ist einfach nur so, also Support. Ich finde Support einfach nur perfekt. Lest euch das durch. Also, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres zurzeit. Könnte mich auch täuschen, vielleicht vom Brunnen her die Waffe, aber die ist schon sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben sogar jetzt. Ja, brauchen wir gar nicht lange überlegen. Wir haben hier zwei gute Supporter drin, obwohl ich sie schon auf C6, glaube ich, habe. Aber egal. Let's go. Nee, ich hatte sie noch nicht auf C6. Jetzt habe ich sie auf C6. Cool. Und ich würde sagen, wir machen einmal hier 10. Okay. Immer noch nicht, ne? Nee. Noch lange nicht die 300. Es ist wieder nichts dabei. Okay, dann lasst uns hier weitermachen. Wir haben definitiv eine neue Figur, was ziemlich cool ist. Definitiv cool. Okay, ja, weiter geht's. Ja gut, jetzt habe ich sie auf C6, habe ich ja gesagt.
Bitte gönn. Gönn mir. Na gut, komm. Ja, wir kriegen so ein bisschen was zwischendurch, aber... Okay. Ich drücke mir selbst die Daumen jetzt. Respekt, Junge. Respekt, Junge. Ah, richtig gut. Ja, schön. Ich habe wieder mal das bekommen, was ich wollte. Kann mich nicht beklagen. Ich habe einen richtig guten Support und eine richtig gute Waffe. Und ich werde jetzt auch nicht mehr weiterbullen. Sie ist auf C6, was will man mehr? Da gibt's echt nichts zu meckern. Wir haben hier zwar nur C1, aber ist nicht so schlimm. Hier haben wir auch was dazu bekommen. Aber das Wichtigste ist die gute Frau, die werde ich definitiv leveln. Ja, weil der Support ist ziemlich nice. Energiewiederherstellung, das ist Bonjas Waffe zum Beispiel. Energiewiederherstellung des Trägers um 10%. Schon verbindet. Ja, das ist auch not bad, aber ey. Vergleich hierzu. Was? Also, die Waffe ist, ich würde sagen, sogar Must-Have, ne? Aber wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Also, ich zwinge jetzt niemanden hier, ne? Oder so. So, das hätten wir auch auf 5 jetzt. Ich wollte nochmal so einen auf 5, das ist auch gut. Brauche ich nicht die ganze Zeit hin und her switchen. Das nerv ich teilweise. Okay. Das ist halt wichtig, dass wir die Waffe haben und sie haben. Also perfekt. Also die Waffe, die würde auch hier definitiv hier drauf passen. Oder was auch noch. Hier ist hier, das geht nicht. Also hier wird sie drauf passen, bei Bronja wird es drauf passen, bei hier wird es auch drauf, bei Asta wird es auch passen, hier passt nicht drauf, aber bei ihr wird es auch passen. Also es ist eine gute Supportwaffe definitiv, also Lichtkegel nicht. Ja, okay, dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Ich hatte ein bisschen Schiss vor. Alles klar. Den holen wir jetzt noch einen Trupp. Ich sagen, machen wir das. Damit es interessant wird. Sie rein und sie. Das sind die beiden. Muss noch aufstellen, ne? Ihm aktivieren. Okay. Und ja. Da ist die gute Frau und da ist die zweite gute Frau.
Ich find's recht nice. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.